Leute, dieses Spiel macht mich fertig. Also was uns hier gerade so alles passiert im Untergrund, ist erstaunlich. Und ich muss mal schauen. Ja, alles zu hell. Ich muss immer am Menü orientieren. So. Die Rechnung ist ganz einfach. Ich wiederhole sie gerne nochmal. Für die Leute, denen ich noch nicht genug damit auf den Sack gegangen bin. Ein großes, ein kleines oder vier kleine. Oder auch zwei große würden reichen. Und dann wären wir hier komplett fertig. Und hier könnte schon mal der erste Stein für gehen. Jawohl! Metal! Drei kleine oder ein großes. Ja gut, sonst gibt's hier nichts. Ach schade, ich hätte eigentlich diesen gelben Brocken lieber mitgenommen, aber gut, was soll's. Oh Gott, jetzt äußere ich sogar noch Sonderwünsche. Meine Fresse, ey. Aber dieser gelbe Brocken, den hätte ich eh nicht verwenden können. So, drei kleine. Drei kleine Teile. So, gehen wir einfach mal da nach oben. Das wird doch wohl möglich sein. Oder ein großes. Ein großes und wir sind hier durch. Das ist erstaunlich. Das heißt, wir werden dann fertig in 15 Parts werden wir fertig geworden, weil vor dieser Aufnahmesession hatte ich schon 9 Parts im Untergrund. Weil das ist erstaunlich, ich hatte ursprünglich mit Ding gerechnet, mit 30 Parts, mit der doppelten Partanzahl, bis wir fertig werden. Aber da hätte ich nie in meinem Leben gedacht, dass wir 5 von diesen großen Stück bekommen. Das sah nämlich anfangs gar nicht danach aus in den ersten 9 Parts. Da haben wir uns nur mit kleinen ernährt. Ja, hier wäre eh nichts gewesen. Nein, ich will das nicht freiklopfen. Ich will nicht eine blöde Statue. Dann lass ich wieder über die Wand einstürzen. Kommt ein großes, muss ja doch irgendwo sein. Oder lass mich raten, das wär jetzt mal wieder sinnbildlich, wenn wir jetzt für die letzten drei Stück vielleicht nochmal so 10 Parts brauchen. Also nee. Also nee. Also dann schmeiße ich das Ding wirklich aus dem Fenster raus, weil das ist mal, wäre mal wieder typisch self-fulfilling prophecy. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir die 3 Stück noch irgendwo kriegen. So, 4 Stück in einer sehr, sehr unglücklichen Wand. Und alleine 3 davon sind schon Mist, also muss ja das eine noch was Gutes sein. Ja, dann lasst sie halt wieder einstürzen, Mensch, ey. 3 Stück. Das muss doch noch gehen, du. Da rasch dich gleich komplett aus. Alter, beweg dich mal aus dem Bild, du. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Das ist auch scheißegal. Ich krieg jetzt gerade eh nicht hin, richtig zu sprechen, weil ich so begeistert bin davon, was das, wie großzügig doch dieses Spiel sein kann. Nein, nein, nein. Ah, scheiße, ich glaube, ich muss ein... Ah, nee, nee, sehr gut ausgewichen. So, da waren wir schon drin. Man muss mir dann auch meine Belohnung abholen von dem Typen da. So. Ich bin mir sicher, dass in einer von diesen Wänden was drin ist. Ich werde übrigens diesen Part überziehen, weil wir schon so fortgeschritten sind mit der Happy Hour.
Ja, und hier gibt's wieder mal nur Dreck. Ich möchte ja gerne wieder die Kulisse wechseln, wobei vielleicht könnte ich auch einfach im nächsten Part hier drin bleiben. Das macht mir gerade so viel Spaß, weil hier gibt es wirklich einiges. Kommt ein großes und die Sache ist erledigt. Nee, hier gibt es nur wieder Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aber soll mir recht sein. Ich kann mich auch mit sowas ernähren. Also nicht mit Scheiße, sondern mit dem nutzlosen, inflationären Müll, den es hier zum Großteil immer gibt. Kommt, ich will noch ein großes. Das wäre super. Ja, hier gibt's nur wieder Schmodder. Inflationären Schmodder. Warum das so ist, das haben wir schon in einem der letzten Parts geklärt. So, das wäre jetzt doch super, wenn das jetzt hier die letzte Stelle wäre. Und wir hier. Okay, hier gibt es zwei Objekte. Eins davon ist Müll. Und das andere ist auch Müll. Also graben wir doch einfach mal den ganzen Müll aus. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bescheuerter Nassbrocken. Ich nenne es immer noch eine Kartoffel mit ein paar Kristallen drin. Oder Eisbrocken, dann ist das andere der Nassbrocken mit dem hellblauen Zeugs. Mit dem hellblauen. Ich hätte gern einmal das mit dem hellblauen Zeugs oben drauf, du. Okay, ich sollte jetzt hier nicht versuchen, hier den Sachsen nachzumachen. Es gibt doch viele nette Sachsen. Ja, sorry, Khan, ich kann jetzt eventuell nicht. Was, Khan? Die Magie ist verflogen. Sophie Lutzer möchte mir folgen auf Instagram. Wer ist Sophie Lutzer? So, hier ist schon mal zweimal Dreck drin. Dreimal Dreck. Warten wir mal ab. Kann sie vielleicht noch unterstützen. Weil wir können eh noch einmal draufschlagen und dann stürzt sie eh alles ein. Also der Part hat viel versprochen anfangs und bisher wenig eingehalten. Aber wie gesagt, es ist mir doch vollkommen wurscht, wenn wir jetzt halt nochmal einen Part brauchen. Ach, ich hab schon gedacht, ein großes. Hier geht's nur wieder Scheiße scheinbar. Wie viele waren hier drin? Drei Stück, kann es sein? Kann es sein? Vielleicht würde es sich auch lohnen zu überziehen. Eventunel. Der Gästen. Ich bin der Gästen, kennst du mich? Aber also ich glaube, insgesamt haben wir nicht die 50 NPCs zusammen. Es wäre aber auch scheißegal, ich will hier die drei letzten Stück, die mich in die Freiheit hieven. Ja, dann holen wir uns halt eben das Stück hier ab.
Mal schön schauen, wie sieht's aus mit. Okay, 36% des Akkus sind schon verloren gegangen. Nach 6 Parts. Nach knapp 6 Parts eher gesagt. Come on, Baby. Es muss doch mal möglich sein. Wenigstens noch eins. Dann müssten wir im nächsten Part noch 2 sammeln. Wir haben im Schnitt eh, glaube ich, so um die 2 bekommen. Ich würde mich aber auch über ein großes freuen. Nee, hier gibt's auch nur wieder Mist. Deswegen holen wir uns einfach die grüne Grätze ab und dann. Oder die grüne Grütze eher gesagt. Wie gesagt, man hätte auch im Untergrund einiges besser machen können. Beispielsweise diese ganzen wertlosen Drecksteile gegen wirklich was Wertvolles eintauschen, was man auch am, an der Oberfläche verwenden kann. Aber nein! So geht es nun mal nicht hier. Ja, da möchte man meinen, es ist so einfach und dabei ist es dann da gar nicht einfach. Also, werden wir diesen Part mit nur einem einzigen Teil beenden? Ich hoffe doch nicht. So, 36, das fühlt sich wenigstens schön. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen überziehen, wenn wir nicht sofort auch, wenn nicht, das jetzt noch in den nächsten Sekunden stark ansteigt. So, das ist eine recht gute Wand, möchte ich meinen. Ja, leider gibt es hier wieder einen Blattstein. Okay, es gibt hier nur Scheiße. Das habe ich schnell festgestellt. Ja, und der Rest ist mir sowas von total egal. Ja, ich fürchte leider, wir brauchen noch einen 16. Part, aber hey, das ist immer noch gut in der Zeit. Und dann kümmern wir uns im nächsten Part. Was heißt im nächsten Part? Wir müssen ja noch 3 Stück finden. Und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens im 18. Part um die Legis kümmern. Auch wenn ich da nochmal nachzählen werde, natürlich, was ich schon angekündigt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das so oft wiederhole. Aber ich habe schon gedacht, da wäre eins. Ist es aber nicht. Also im Hamanasu-Park. Dann die legendären fangen und dann werde ich nochmal nachzählen, ob ich wirklich alle Teile habe. Nicht, dass wir dann nochmal runter müssen für 3 Stück. Aber wie gesagt, ich habe ja auf PokeWiki die komplette Liste von den Legis. Ach, ich habe schon gedacht, aber es ist, weil pink ist ja, das sieht ja recht pink aus. Das gibt auch wieder Dreck. Also ich hoffe, dass die kommende Happy Hour oder Happy Minutes, dass die zum Königsmacher werden. Also langsam ist Flasche leer, so wie es ausschaut. So, ich hoffe jetzt noch auf ein paar Diktapunkte. Also die Happy Hour nehmen wir noch mit, weil dann werde ich wieder die Kulisse wechseln. Komm, ein großes muss ja doch irgendwo drin sein. Nervig das ist, würde Yoda sagen. So, noch ein Stück. Das müsste da eigentlich sofort gefunden werden. Das ist genauso wie die Willy Wonka, die goldene Eintrittskarte. Und die goldene Schokoladentafel. Okay, es gibt ja nur Dreck, aber jetzt haben wir wieder die Happy Hour und die werde ich jetzt in diesen Part mit reinnehmen. Und wir haben es geschafft, dann sehe ich alle 4 von... Ach, das ist eigentlich blöd, weil das geht alles von unserer Zeit hier unten ab. So,
sagt mir, dass hier was Tolles drin ist, ohne mir zu sagen, dass hier was Tolles drin ist. Das muss doch wohl möglich sein, so vier Objekte. Das wollte ich ja hier nicht freilegen, aber ich hatte ja keine andere Wahl. Ich lasse den Leuten nie eine andere Wahl, ey. So, auf der Suche nach den letzten drei Teilen. Okay, gibt's mal wieder nichts. Ärgerliche. Also ich will ja noch nicht den Teufel an die Wand malen mit, oh Gott, jetzt müssen wir 10 Parts warten, bis wir die letzten drei Sachen zusammenkriegen. Ja. Also bisher ist diese Happy Hour nicht so dolle, aber das ist sie meistens nicht. Haben wir in der Happy Hour jemals ein großes Teil gefunden? Ich glaube nicht. Ich will jetzt aber nochmal ein großes finden, Mensch. So, 4 Objekte. Verspricht wieder viel. Ob es das auch hält, ist die andere Sache. Ist die andere Frage. Oder das ist eine andere Frage. Ja, wird glaube ich wieder Zeit für einen Kartenwechsel. Oh Gott, jetzt habe ich eine blöde Statue befreit. Ja gut, komm, gib mir die grüne Statue, Mensch. Aber wenigstens ein gescheites Pokémon vielleicht mal. Jawohl, mit dem Schild als Kopf. Isn't it impressive? Mensch, da kann ich ja nichts anderes tun als gähnen. Ja, und gleich dürfte der Zauber wieder vorbei sein. Ja, komm, pfeif doch ab. Ja. Und das soll auch der Ton sein für den Ende des Parts. Wir werden jetzt noch wahrscheinlich ein letztes Mal die Kulisse wechseln. Ja, das soll ich eigentlich nicht einsetzen. Weil ich wirklich... Ja, Mensch, drück doch auf Y. Meine Güte, man muss auf so viele Knöpfe achten. Nein, das will ich auch nicht. Ich will an die Oberfläche. So. Ich hoffe, dass dieser letzte Wechsel... dass dieser nächste Wechsel unser letzter sein wird, genau. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.